Katja, was ist das Keramikkünstlerhaus in Neumünster eigentlich? Das Keramikkünstlerhaus ist extra für Keramikkünstler gedacht, um junge und auch ältere Künstler zu fördern, die besonders mit Keramik arbeiten. Es ist ein internationales Künstlerhaus, das heißt, es kommen Künstler aus aller Welt, die können sich hier bewerben. Und eine Jury wählt dann 6 Künstler pro Jahr aus. Die dürfen dann für 7 Wochen hier residieren. Elisa, erzählen Sie uns bitte etwas über Ihre Kunst. Was ist das Typische daran? Meine Kunst beschäftigt sich häufig mit Mustern und Ornamenten aus sakralen Gebäuden, wie zum Beispiel Kirchen, Moscheen, Tempel. Aus diesen Mustern entstehen buchstabenähnliche Formen. Es sind sehr zerbrechliche Formen, fast so, als seien sie aus Spitze. Elina, was ist so speziell an Ihrer Kunst? Das ist schwierig zu sagen. Jeder Künstler glaubt, seine Arbeit sei etwas Besonderes. Ich arbeite meistens mit Keramik. Manchmal male ich auch. Aber meistens arbeite ich an Keramikskulpturen. Diese Skulpturen sehen so aus, als kämen sie aus der Natur. Aber sie haben keine realen Vorbilder. Für mich ist es wichtig, Formen zu entdecken und wie diese sich mit dem Ort verbinden, an dem ich mich gerade aufhalte. Es ist ein sehr langsamer Prozess. Sie bleiben 7 Wochen in Neumünster. Welche Hoffnungen knüpfen Sie an Ihren Aufenthalt hier? Es ist schon etwas ganz Besonderes, wenn man sich die ganze Zeit ausschließlich auf seine Kunst konzentrieren kann. Ich hoffe, dass ich Neues entdecke und gute Arbeiten abliefere. Ich möchte eine Serie von Skulpturen kreieren, die auf architektonische Vorbilder hier aus der Region basieren. Und ich lade herzlich auch zur Ausstellung ein. Die Vernissage findet am 7.12. statt um 18 Uhr. Und die Ausstellung ist dann geöffnet bis zum 11.12. immer täglich von 14 bis 17 Uhr.